Herzlich willkommen zu 90 Sekunden mit mir. Heute, am Anfang der Fastenzeit, möchte ich euch mitnehmen auf Israel in Negev. In der Wüste muss man auf den ersten Blick auf vieles verzichten. Es ist heiß und trocken. Die Landschaft ist steinig und karg. Auch wir haben in unserem Leben immer wieder so Wüstenzeiten. Gerade im Moment sind wir so in einer drin, seit fast einem Jahr. Wir müssen uns zurücknehmen und auf vieles verzichten, was wir gerne haben. Das macht vielen Mühe, mir auch. Da, am Ramon-Krater, ist mir der Prophet Elia ganz näher. Er ist in die Wüste geflohen, wo er nicht mehr weiter gewusst hat. Und dann, am Berg Horeb, hat er Gottes Stimme vernommen. Und zwar nicht im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern im leisen, sanften Wehen vom Wind. Aber auch in der Wüste gibt es immer wieder Leben. Zumal, wenn man unterwegs ist, sieht man, wie Pflanzen so zum Boden ausschiessen. An Orten, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Ich denke, das ist auch bei uns ein bisschen so. Immer wieder hat es doch auch Schönes und Positives, wo man trotz allem geniessen kann. Ich wünsche euch und mir inneren Raum und Ruhe für Gottes Stimme in uns und Kraft, dass wir da miteinander durchgehen, dass wir durchheben. Weil es kommt gut. Bleibt gesund.